Okay, jetzt so wie so ein cooler YouTuber. Warte, warte. Und 3, 2, 1. Wow, yeah, willkommen zum neuen Video. Und willkommen zum ersten ungefragten Question. Willkommen zum ersten ungefragten Question and Answer Video. Es ist gerade 3.10 Uhr in der Woche nachts. Ihr merkt schon, es kann nur gut werden. Ich habe mittlerweile viele Kommentare täglich auf meinem Kanal und ich habe mir gedacht, wenn der El Humbro sowas kann, dann kann ich sowas dreimal so gut. Ich habe mir ein paar Kommentare rausgesucht. Ihr wusstet natürlich nicht, dass ich überhaupt irgendwie sowas mache, aber ich habe mir die tollsten aller Schreiberlinge rausgesucht, ja. Dann gucken wir einfach mal, was ihr vom Kommentar hier haltet. Vom Kanal. Ich sollte schlafen gehen. Und dann gucken wir einfach mal, was ihr hier zu den Videos geschrieben habt. So, wir fangen hier an direkt mit El Humbro. Vor 4 Tagen. Sexy Blick hast du da, wenn du dich konzentrierst. Im Late Game beim Farmen. YouTube Buddies, Ausrufezeichen, Herzchen. Ja, El Humbro. Ich weiß ja, du hast eine Freundin. Und das tut mir natürlich leid für deine Freundin, dass du so ein bisschen steil gehst auf mich. Aber ich muss dir auch sagen, ich habe eine Freundin, die hat einen Freund, ja, aber das ist gerade noch geheim. Die heißt Larena, aber mehr dazu im nächsten Video vielleicht. Nächster Kommentar, der kommt von Quang Haobui. Ja, ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich habe auch eine große vietnamesische Fancrew. Da ist so ein Dorf mitten in Vietnam im Dschungel, die gucken meine Videos halt, das ist halt so eine Art Inspiration. A handsome guy. Dankeschön, Quang Haobui. Sowas berührt, sowas rettet Tage. Vor 7 Stunden schrieb, kann man dich bei LOL noch adden oder ist deine Friendlist schon voll? Erstmal ist das keine Friendlist in diesem Sinne. Es ist eher so eine Liste von Leuten, die gerne mit mir befreundet wären. Aber ich habe keine Freunde, weil ich spiele Teemo. In diesem Sinne, addet mich doch einfach. Wenn ich annehme, nehme ich an, wenn nicht, dann nicht. Der Saruso schrieb vor 13 Stunden. Jeder, der mich abonniert, bekommt 2 zurück. Ausrufezeichen. Ja, okay, ich habe dich 3-mal abonniert, das würde ich aber 6 zurückkommen. Wenn das ein Problem darstellt, Anzeige ist raus. Bitch. Vor 4 Stunden schrieb, alles oder Bier. Danke, dass es Menschen mit deiner Kreativität und Einstellung gibt, Buddy. Glücklicher Smiley, Ausrufezeichen. Du bist bestimmt ein unersetzbares und geschätztes Mitglied deines Freundeskreises. Punkt. Ich hoffe, dass du dich immer wohlfühlen wirst mit dem, was du machst, du der Person, die du bist. Häkchen. Ja, wenn ich einen Freundeskreis habe, dann werde ich dir Bescheid sagen, ob das dann so ist. Momentan spiele ich League of Legends. Ja, was soll ich sagen? Danke. Ja, ne, Dankeschön natürlich. Im Endeffekt bin ich sehr dankbar für solche Kommentare, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, ich kann mich hier so lustig machen, wie ich will, aber das ist schon sehr schön. Alles oder Bier. League of Biscuit. Ja, der sieht das Ganze vor 5 Tagen schon ganz anders. Zu meinem Skin-Video. Du erklärst echt Skins, Mann. Komma. Was ist falsch mit dir? Ja, erstmal fehlt da Groß- und Kleinschreibung. Da muss man erstmal an die grammatikalische Flamerate einen kleinen Abzug geben. Dann fehlt da ein Satzzeichen. Da müsste auf jeden Fall mindestens ein Fragezeichen stehen. Wenn nicht sogar ein Fragezeichen plus nochmal ein Ausrufezeichen. Möchte ich mal so stehen lassen, ist deine Entscheidung. Kannst du mir nochmal schreiben oder kannst du bearbeiten? Die Kommentare kann man übrigens auch bearbeiten. Ich würde mich da sehr drüber freuen, damit wir auf einem Level sozusagen flamen können. Dankeschön. Pommes Rot-Weiß XD schrieb vor 6 Tagen. Moin, ich wollte mit OBS aufnehmen, aber immer noch, wenn ich zum Beispiel Minecraft aufnehme, ist im Video ein schwarzes Bild und der Ton, was muss ich machen? Fragezeichen. Ja, da ist es, boah, OBS, der hat so einen Detektor, wenn du damit Scheiße aufnimmst, dann nimmt er nicht auf. Wenn du also Minecraft aufnehmen willst, das funktioniert nicht. Da kannst du tun, was du möchtest. Er stürzt deinen PC ab und die Welt geht unter. Tschüss. Lol, schrieb vor einer Woche, hey, deine Videos sind ganz cool, aber dein Freund, der ist einfach viel zu unsympathisch. Er flamet ja die ganze Zeit. Ja, es geht jetzt nicht nur für den OG Sepp, der mit mir in dem Video gespielt hat, sondern so generell. Ja, der El Humbro, der ist ja auch ganz gut da drin rumzuschreien, der flamet nur nicht so viel. Ist aber witzig, dass die Leute das jetzt sogar in die Kommentare schreiben. Der guckt sich das 40 Minuten Video an, merkt aber, dass er die ganze Zeit flamet. Wenn der OG Sepp das jetzt gerade mal sieht, ja, da siehst du mal, ja, die Leute merken eine negative Einstellung im Leben. Da musst du was dran tun. Ich schicke dir gleich mal per WhatsApp ein paar gute Therapeuten, da kriegen wir hin. Du, da kriegen wir hin, ich glaube an dich. Die Frage, die im Raum steht, ist, ob du die Hilfe annimmst. Liebe Freunde, schreibt es mir in die Kommentare. Würdet ihr meine Hilfe annehmen? Bestimmt, oder? Ja, liebe Freunde, das war's mit dem ersten ungefragten Question and Answer. War das nicht fantastisch? Ich guck mal, ob ich die nächsten Tage wieder was raussuche. Ja, ich würde euch jetzt ja animieren, mir Fragen zu stellen.
Das werde ich aber bewusst nicht machen. Wenn ihr mir jetzt Fragen stellt, dann ist es ja nicht kein ungefragtes Question and Answer mehr. Ist ja auch so super. Alles, was mir bleibt zu sagen, ist, folgt mir auf Instagram, Twitter und YouTube. Facebook ist auch eine Möglichkeit. Meine Kappe ist die geilste. Ich bin raus, haut da rein, bis zum nächsten Video. Euer Buddy und ja, tschüss.